Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Und zwar ist das heute eine ganz besondere Folge, und zwar ist das die 100.000 Abonnenten Special Folge. Ihr habt entschieden, wir sollen mit dem ICE1 BR401 von München über Würzburg, Fulda, Frankfurt nach Kassel fahren, und genau das werden wir heute tun. Wir müssen den ICE noch komplett aufrüsten. Das fängt bei der Batteriespannung an. Und schauen wir einfach mal, wie unsere Reise vonstatten geht auf verschiedenen Strecken. Dort seht ihr noch ein ICE, auch einer ICE in der Duplo, im Duplo Repaint. Wunderschön. Es ist wunderschöner Morgen. Die Sonne geht auf. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Es ist ein offizielles Fahrplanszenario, und ich würde sagen, wir legen los, machen hier ein schönes Foto und dann fangen wir damit an, so einen Zug hier aufzurüsten. Und zwar müssen wir nämlich als allererstes mal die Batteriespannung einstellen. Zack, das haben wir soweit getan. Dann können wir hier das auf neutral machen, den Stromabnehmer heben, den Hauptschalter auf einstellen. Dann können wir das nach vorne fliegen, die Türen öffnen, den Fahrschalter, den Bremsschlüssel freischalten. Wir können oder müssen sogar die Zugsicherungssysteme einstellen. AFB, LZB, PZB und SIFA. Wir müssen auf jeden Fall, ihr seht das hier, die Federspeicherbremsen lösen. Und zwar beide. Sonst können wir nämlich nicht losfahren. Das habe ich in der Probe gemerkt. So, das haben wir soweit. Die AFB müssen wir natürlich noch auf 40 vorverlegen. Genau, das war zu viel. Das ist ja hier, genau, jetzt haben wir es. Wir müssen das einstellen und dann sind wir abfahrbereit, würde ich sagen. Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist darauf warten, dass wir die Türen schließen können. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich. Warum das jetzt hier so... Naja, lassen wir das. Wir sehen es ja. Genau, wir haben aber noch Rot, wie ihr seht. Das Problem seht ihr gleich, warum das so ist. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt gleich die Türen schließen. Aber abfahren dürfen wir noch nicht. Ich habe das in der Probe gesehen, was da noch auf uns zukommt. Die Tür wird auf jeden Fall jetzt geschlossen. Genau. So. Aber das Problem wird ja gleich ankommen. Und zwar, ihr seht es da vorne schon. Ein IC bahnt sich da seinen Weg. Und zwar im Sandwich, wie ihr gleich feststellen werdet. Aber das ist nur von kurzer Dauer, der wird sich gleich verdünnisieren. Und dann haben wir Ausfahrt. So, wir lösen die Bremse, schalten den Fahrmotorlüfter ein und dann haben wir Ausfahrt. Auf geht's! Nächster Halt, Basing. Oder erster Halt unserer großen Reise, sagen wir mal so. Können Sie befreien? So.
So, wir fahren hier natürlich auf dem Timetable Mod auf der Strecke. Also die Strecke ist im 2024 Timetable Mod, den es ja auf der Seite www.trainsimcommunity.de downloaden gibt. Darüber habe ich ja schon ein Video für euch gemacht. Genau. Ansonsten ist das ein offizielles Fahrplanszenario. Ihr seht das auch, dass es hier jede Menge KI-Verkehr gibt. Zum Beispiel der Dreier da vorne, der sich jetzt auch auf den Weg macht. Dann da vorne die 612 dürfte das sein. Ja, da macht sich der Quetschi auf dem Weg. Ich glaube, von vorne kommt gleich auch jede Menge auf uns zu oder kommt uns da entgegen. Vorne steht der Hamster. Da fährt der Dreier, der glaube ich gleich hier runter fährt. Da ist noch eine Quietsche, der fährt nämlich gleich hier runter, der Dreier. Da in das Loch rein hier. Genau. So, wir sind etwas früher dran heute. Oder jetzt, weil vorhin in der Probe kam uns mir schon Flirt und so weiter entgegen. Wir sind ein Stückchen zu früh. Da kommt die Quietschi und da kommt der Flirt. Genau, wollte ich doch sagen. Wunderbar. Wunderschön. Ach, ist das herrlich. Ich liebe es ja, so viel KI-Verkehr an diesem frühen Morgen. Wunderschön. Wunderschön. So. So, wir dürfen mittlerweile 130. Ein bisschen mehr aufschalten hier. So. Gespannt, ob wir den Fahrplan schaffen. Aufgrund des, wir konnten ja eh, aufgrund der verzögerten Ausfahrt, gerade wegen des roten Signals, haben wir natürlich ein bisschen Verzögerung hier. Es könnte natürlich sein, dass wir den Fahrplan jetzt gar nicht mehr schaffen. Das wird natürlich ein bisschen eng jetzt. Schauen wir mal. Also wie gesagt, wir werden mehrere Strecken befahren. Den Anfang macht hier München-Augsburg. Dann fahren wir oder gehen wir zur Strecke Kassel-Würzburg. Dann gehen wir, also fahren wir von Würzburg nach Fulda. Könnten dann, aber ich weiß nicht, ob das Route-Hopping, ob das funktioniert, könnten dann auf die, per Route-Hopping auf die Strecke Frankfurt-Fulda gehen, fahren dann von Fulda nach Frankfurt und fahren dann von Frankfurt, gehen wir wieder auf die Strecke Kassel-Würzburg und fahren dann bis nach Kassel. Das ist so der Fahrplan unserer Reise. Das mit der Ankunft, das wird sich leider etwas verzögern. Das werden wir nicht mehr schaffen. Aber da kann ich leider auch nichts für. Wir hatten leider diese etwas verzögerte Ausfahrt und wir haben jetzt gleich ein rotes Signal bzw. gelbes Vorsignal. Da müssen wir sowieso runter auf mindestens 85. Von daher, das hat sich jetzt schon erledigt. Mit hier. Das haut halt nämlich nicht hin. Und
leider etwas zu spät der Ankunft, aber das ließ sich leider nicht verhindern, weil wir natürlich diese verspätete Ausfahrt hatten in München, beziehungsweise am Hauptbahnhof. Wir sind ja rein geografisch noch in München. Also am Hauptbahnhof hatten wir diese verzögerte Ausfahrt aufgrund des ICs, der uns da unseren Weg blockiert hat. Von daher haben wir leider 1, 2, 3 Minuten Verzögerung. Aber nun ja, so ist das nun mal. So, jetzt müssen wir auch gleich schon runter auf unter 45, wenn wir natürlich das halbzeigende Signal zu erwarten haben. Sonst haut uns nämlich gleich der 500 Hz-Magnet zwischen die Beine. Das wäre eher doof, weil dann haben wir noch mehr Verzögerung. Der holt uns noch den Quitschi. Die hat natürlich kein Rot. Wir sind hier leider 2 Minuten zu spät. Aber das ist typischer DB-Alltag. Da kann man aber leider nichts dran machen. Wenn ein Zug unser Gleis bzw. unser Fahrweg blockiert, dann müssen wir halt warten. Das ist halt leider mal leider so. So, wir kommen sogar 3 Minuten zu spät. Aber dem ist dann halt so. Da kam mir das rote Signal etwas zu weit entgegen hier. Beziehungsweise zu nah. Das war ein wenig, deswegen habe ich so reagiert. So, das ist also Pasing. Jetzt auch nicht so besonders viel los. Die Sonne geht weiter auf. Wir müssen natürlich mit der Zeit immer weiter vorangehen. Also wir können natürlich nicht, wenn wir gleich in Augsburg ankommen, dann auf die Strecke Kassel-Würzburg gehen. Können wir natürlich nicht wieder 7 Uhr losfahren. Logischerweise, sonst müssen wir die Zeit nehmen, die wir in Augsburg angekommen sind, plus die Zeit, die wir brauchen bis Würzburg. Das kann man ja anhand der DB-Navigator-App so ein bisschen rausfinden, wie lange man da von Augsburg bis Würzburg fährt. Und dementsprechend kann man natürlich dann die Zeit nehmen, die man dann in Würzburg losfährt. So. Wir dürfen jetzt sogar schon die Türen verriegeln, weil wir eh zu spät sind. So, dann schauen wir mal. Machen wir rot. Ob sich das jetzt ändern wird, ich weiß es nicht. Wir natürlich hier ein bisschen hinter dem Fahrplan hängen. So, wir haben noch rot. Das hat sich jetzt erledigt. Gut. Erstmal runter von 24. So, uns befreien. Das heißt, wir können auch aufschalten mit mindestens 60 Wunderschön. Braucht natürlich ein bisschen, bis er hier mal beschleunigt, habe ich das Gefühl irgendwie.
brauchte echt ein bisschen lange. Ich weiß nicht, ob das an dem ICE1 selber liegt oder. Aber der braucht echt Zeit, um zu beschleunigen. Besonders so, wenn der in der in niedrigen Geschwindigkeiten, also wenn er da bis zum überhaupt auf Touren kommt. Dann werden wir mit Sicherheit gleich auch in die LZB aufgenommen. Oh, das war ein bisschen zu viel. So. 40. Natürlich die SIFA. So, mehr kann ich nicht aufschalten. Maximal habe ich erreicht. Oh, gleich schon 200. Sehr, sehr schön. Bis der Bomb auf die Geschwindigkeit ist. Weiß nicht, ob mir das so geht oder aber ich finde es extremst langsam, bis der mal die Geschwindigkeit überhaupt erreicht hat. Aber das ist halt nur mein Eindruck so. Schön. So, dann kommen jetzt gleich die 200. Da ist die LZB, das heißt, wir können die AFB vollkommen anlegen. So, die SIFA drücken und das hat schließen. Jetzt wird es einfach nur noch schön. Das gleiche haben wir natürlich gleich auf der Strecke Kassel-Würzburg, wenn wir von Würzburg nach Fulda fahren. Da wird es natürlich auch nochmal sehr schön. Auf der Strecke Fulda-Frankfurt ist es nicht ganz so chillig. Aber wenn wir dann wieder von Fulda nach Kassel fahren, dann wird es nochmal schön. Wunderschön.
So, da fahren wir mit unseren 200 hier. Wahrscheinlich gleich sogar schneller. Können wir mal kurz schauen. Ne, wir sind noch 200. Dürften aber 280 fahren. Kaum glauben. Ich habe wirklich 100.000 Abonnenten. Das ist der totale Hammer. Das ist der totale Hammer. So, 2:30. So, wie gesagt, wenn wir dann gleich in Augsburg sind, da muss ich mal kurz in den DB-Navigator reingehen, gucken, wie lange man von Augsburg bis Würzburg fährt mit dem ICE und dann die entsprechende Zeit nehmen, die wir dann in Würzburg losfahren, damit es auch so ein bisschen aussieht, als würden wir wirklich komplett mit dem Zug von München bis nach Kassel fahren. Ich weiß gar nicht, ob das in der Realität so möglich ist, so gegeben ist, aber wir machen es einfach, weil im TSW natürlich alles möglich ist. Und ihr habt das so entschieden und dementsprechend fahren wir natürlich auch so. So, da fährt Quitschi. Ich finde es auch schön, dass man den Zug hier komplett aufrüsten muss. Mit Batterie und allem drum und dran. Stromabnehmer. Hauptschalter, Federspeicherbremse und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass der komplett abgerüstet ist. Das gibt so ein bisschen Realität oder ein bisschen mehr Realität. Gibt einem ein bisschen mehr Feeling für die Realität, finde ich, fürs Vorbild. Als wenn er da schon irgendwie halb oder komplett aufgerüstet dasteht. Ich finde es immer schöner, wenn man die Fahrzeuge selber komplett aufrüsten muss. Das finde ich nicht, finde ich irgendwie so vom Realismus her einfach schöner. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das so. So, es sind jetzt noch 26 Kilometer. Wie gesagt, pünktlich werden wir das sowieso nicht schaffen. Wir haben ja in Pasing schon 3 Minuten Verspätung gehabt. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt irgendwie einholen. Kann ich mir nicht vorstellen oder aufholen. Aber naja, schauen wir mal.
gesagt, München, Augsburg ist da Auftakt. Kassel wird das mit der Endpunkt sein. Großen Reise. Haben wir das erste Etappenziel erreicht, Augsburg. Weiter geht es dann auf der Strecke Kassel-Würzburg, Würzburger Hauptbahnhof bis nach Fulda. Vielleicht, wenn es klappt, Routehopping dann zu der Strecke Kinzigtalbahn. Dann fahren wir von Fulda nach Frankfurt und gehen dann wieder zurück auf die Strecke Kassel-Würzburg und ist ja eigentlich klappt das ja gar nicht. Ist ein kleiner Denkfehler drin. Wir müssen eigentlich in Frankfurt aufhören, weil sonst gehen wir ja zurück. Wir können ja nicht, wenn wir jetzt in Frankfurt stoppen, also angekommen sind, und dann gehen wir zurück auf die Strecke Kassel-Würzburg. Da müssen wir ja wieder in Fulda starten. Das ist ja eigentlich doof. Wir könnten dann, wenn wir in Frankfurt sind, Moment mal, dann lassen wir Kassel eventuell weg. Ich gucke gerade mal auf die Deutschlandkarte drauf. Wir könnten, wenn wir in Frankfurt angekommen sind, ne, wir könnten Frankfurt nehmen, genau. Wir könnten, wenn wir in Frankfurt sind, dann lassen wir Kassel weg, weil das ist wirklich blöd, das haut irgendwie nicht hin. Weil wir dann in Fulda wieder starten müssen. Das geht ja gar nicht. Wir könnten von Frankfurt nach Koblenz fahren. Und zwar, wenn wir dann auf die Strecke, linke Rheinstrecke gehen, Mainz bis nach Koblenz. Das könnten wir machen. Und eventuell, wenn ihr darauf noch Bock habt, noch eine kleine Reise ins Ruhrgebiet, sprich Essen-Duisburg. Genau, das könnten wir eventuell noch machen. Also wir lassen Kassel weg, fahren stattdessen, also wir fahren ganz normal von Würzburg nach Fulda. Würzburg nach Fulda, dann ich weiß nicht, ob wir Aschaffenburg, das hinhaut, glaube eher nicht. Dann ist die Strecke Kaiserslautern schon da, wäre, würde ich sagen, nicht da. Dann fahren wir halt von Würzburg nach Frankfurt, also nach Fulda, und fahren dann von Fulda nach Frankfurt und von Frankfurt über Mainz nach Koblenz. Und dann eventuell noch ins Ruhrgebiet. Genau so machen wir es. Ja. So, wir haben jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Für 150 haben wir noch 7,3 Kilometer. Dann haben wir das erste Etappenziel schon erreicht. Wunderschön. Der schön.
kommt noch ein Quietschi. So, dann sind wir gleich in Augsburg. Sehr schön. 5, Kilometer. 90 ist angezeigt. Weiß gar nicht, werden wir jetzt mit, fahren wir jetzt mit der ECB in den Bahnhof. Weiß es jetzt gerade gar nicht mehr auf der Strecke hier. Kassel-Würzburg ist das so, aber hier weiß ich das jetzt nicht. Oder werden wir vorher rausgeschmissen? Das kann natürlich sein. Da muss man selber reagieren. Pünktlich weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ich habe vielleicht jetzt auch etwas hart gebremst, gebe ich zu. Das hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Das kostet natürlich auch wieder wertvolle Minuten jetzt oder Sekunden, ehe wir wieder beschleunigt haben. Aber vielleicht sind wir nicht mehr ganz so spät. Nicht mehr 3 Minuten. Oder es haut sogar noch hin. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir die ASB noch mal runtersetzen. Genau so war es. Bleib doch sitzen, Mann! Ach, leck mich doch am Arsch jetzt hier! Alles auf einmal! So, ganz ruhig. Ach! Warum bleibt der denn jetzt stehen, ey? Wir hätten das geschafft. Wir hätten das geschafft. Naja, ist egal, komm. Ist egal, es bringt nichts. Bringt einfach nichts.
So, fahren wir jetzt in Augsburg ein. Naja, der Start war ja schon etwas verzögert, weil wir, wie gesagt, den IC da durchlassen mussten oder vorbeilassen mussten. Und das war ja von Anfang an schon zu spät alles. Aber hier hätten wir es vielleicht pünktlich schaffen können, wenn ich diese etwas zu harte Bremsung da gewesen wäre. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Man kann es ja auch nicht mehr ändern. So, herzlich willkommen in Augsburg. Ja, bremst doch! Warum bremst du denn nicht? Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Sorry, Leute, das war so nicht geplant. Echt nicht. Wir machen weiter in Würzburg. Ich habe keinen Bock mehr. Es macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Es macht einfach keinen Spaß. Solche Dinge regen einen einfach auf. Entschuldigung, es ist einfach so. Entschuldigung auch für meine Ausbrüche, aber das ist wirklich abartig. Abartig. Ihr hört mich in Würzburg wieder. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen zurück zur zweiten Folge unserer großen 100.000 Abonnenten Special Tour von München über Augsburg, über Würzburg, Fulda, Frankfurt bis hoch nach Koblenz. Wir befinden uns aktuell hier in oder auf der Strecke Kassel-Würzburg in Würzburg Hauptbahnhof. Fahren diesen Zug von, das ist immer noch dieselbe ICE, fahren von Würzburg nach Fulda, gehen dann auf die Kinzigtalbahn, fahren von Fulda nach Frankfurt und gehen dann auf die linke Rheinstrecke und fahren von Mainz bis nach Koblenz. Und ich würde sagen, wir beginnen, machen hier ein kleines Foto und dann würde ich sagen, rüsten wir unseren Zug auf, den wir komplett wieder aufrüsten müssen. Genau, Batterieerspannung ein. Die ist ein, sehr schön. Wir müssen allerdings, das habe ich vorhin letztes Mal vergessen, die Federspeicherbremsen lösen. Genau, das auf jeden Fall. Dann können wir das hochfahren. Können die Türen entriegeln. Das machen wir frei. Die Zugsicherungssysteme und PCB und so weiter an und AFB. So, das hätten wir soweit. Die AFB noch auf 40. Erstmal. Dann wären wir soweit. Warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass wir abfahren können. Wie gesagt, wir fahren nicht bis Kassel-Wilhelmshöhe, sondern nur bis Fulda, wo wir beim RV2 sein sollen. Dann wechseln wir die Strecke und gehen zur Kinzigtalbahn. Genau. Ach, seht mal. Die Dispo-Lok. Güterverkehr hier
Ohne Ende. Sehr, sehr schön. Da steht noch ein Dreier. So, wir haben gleich Ausfahrt. Gut 30 Sekunden. So. Nächster Halt, Fulda. Auch auf 60 beschleunigen. Ach, wir fahren einen Güterzug hinterher. Wie schön. Schön, wie er sich da so durch die Kurven schlängelt. Einfach schön. So, 100. So, da werden wir mit Sicherheit gleich auch schon in die LZB aufgenommen. Das könnte jetzt, ich darf jetzt gar nicht mehr, wird jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Sind doch schon in der LZB. Strich ist da. Können wir das noch schließen? Und da sind wir jetzt schon streckenübergreifend unterwegs. Erst waren wir auf der Strecke München-Augsburg, sind dann natürlich können wir die Fahrt von Augsburg nach Würzburg nicht simulieren, mangels fehlender Strecke. Aber jetzt haben wir dann das nächstbeste getan, sind von Würzburg, fahren wir jetzt über nach Fulda, fahren dann nach Frankfurt und von Frankfurt nach Mainz geht natürlich auch nicht, aber von Mainz nach Koblenz, das geht.
Also, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde bis nach Fulda. Was wir machen müssen, ist, sie sich weiter um. Dann werden wir mit Sicherheit gleich auch 250 fahren. Sicher noch eine kleine Steigung, ja, 1,2%. Das wird sich aber gleich mit Sicherheit geben. Wunderschön. Sehr, sehr schön, dass das alles soweit funktioniert bis jetzt. Wunderschön, wunderschön.
Also nochmal, falls ich das in der letzten Folge nicht zum Ausdruck gebracht habe, nochmal ein vielen Dank für die 100.000 Abonnenten. Ihr seid ja wohl der absolute Wahnsinn. Vielen Dank. Also ich weiß immer noch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Außer danke. So, und für uns endet die Reise dann in Fulda auf dieser Strecke. Dann geht unsere Reise weiter auf der Kinzigtalbahn von Fulda nach Frankfurt. Und dann fahren wir noch hoch bis Koblenz. Geschwindigkeitsveränderung. So, Augsburg, Würzburg, Frankfurt, Mainz, Koblenz. Genau, das sind so die nächsten Stationen oder Halte unseres Zuges. Von Bayern nach Rheinland-Pfalz und dann eventuell noch ins Ruhrgebiet, dass wir dann vielleicht noch über Duisburg nach Essen fahren. Wobei eigentlich könnten wir ja über Köln, von Aachen, von Koblenz nach Aachen, von Aachen nach Köln, von Köln Essen und Duisburg. Schauen wir mal, wenn ihr das wollt. So, wir haben noch 52 Kilometer.
So, da habe ich noch eine Frage. Wie lange dauert das eigentlich, bis YouTube erkennt, dass ich 100.000 Abonnenten habe? Weil in diesem Silver Award Creators Club, da in diesem Programm, wenn man den anfordern will, dann sagt YouTube mir dauernd, ich hätte die 100.000 noch nicht erreicht, was ja definitiv nicht der Fall ist. Also ich habe ja die 100.000 erreicht, deswegen, ich verstehe das nicht so wirklich. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, ich verstehe es leider nicht. Euch das mal bitte an. Wie geil ist das? Wunderschön. So, noch 30 Kilometer. Dann haben wir das auch geschafft. So ein Tunnel jagt den anderen. Wahnsinn.
So, tut sich was? Ja. Vielleicht die Geschwindigkeitsveränderung auf 200. Das sind ja nur noch 20 Kilometer. Hätte ich mal einen Gegenzug. Ach, ein IC, aber ohne Steuerwagen. Die sind ja auf dieser Strecke leider ohne Steuerwagen unterwegs. Aber immerhin kam uns mal einer entgegen. Das ist ja auf dieser Strecke auch nicht allzu oft, dass hier überhaupt immer was anderes fährt. Meistens ist man hier sehr allein unterwegs. Runtergebremst. So, kleine Unterbrechung, weiter geht's. So, das muss ich mal ganz kurz hier zurechtfinden. Genau, 200. 6,8 Kilometer haben wir es noch bis Fulda. Dann werden wir ein weiteres Mal die Strecke wechseln. Wieder nach Fulda auf die Strecke Kinzigtalbahn. So, 140, 100, dann sind wir auch gleich da. So, dürften eigentlich auch LZB gebremst werden?
jetzt eigentlich gleich runterbremsen auf 100. Ja, sag ich doch. Wunderschön. Ach, seht euch doch mal die schöne Hamsterbacke hier an. Schön lila. Ach, wie geil. So, herzlich willkommen in Fulda. Wartet schon ein anderer ICE auf Ausfahrt. Wird tatsächlich LCB gebremst. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Damit hätten wir das auch soweit abgeschlossen. Bremst doch. Was denn für ein Blödsinn? Warum fährt ihr denn weiter? Manchmal verstehe ich das auch nicht. Naja, egal, lassen wir das. So, dann können wir ja vielleicht gleich Roadhopping betreiben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, sollen wir natürlich noch bis 11:04 Uhr warten. Boah. Das sind ja noch 5, 6, 7 Minuten. Wir können auf jeden Fall mal hier den Fahrmotorlüfter mal ausstellen. Dann übergeben wir den Zug gleich an das andere Zugpersonal. Können mal schauen, ob wir hier noch eine Karte aufhängen können. Ich glaube, die Zeit haben wir.
Vielleicht ist das auch unterirdisch. Das kann natürlich sein. Ist auf jeden Fall der Button, dass wir die Route ändern können. Beziehungsweise nicht die Route, sondern die Strecke. Das ja mal versuchen. Gucken, ob das funktioniert. Das wäre jetzt natürlich mega. Ach, schade. Okay, dann machen wir es anders. Wir gehen ins Hauptmenü. Und ihr seht mich dann gleich, beziehungsweise hört mich dann gleich auf der Strecke Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda wieder. Bis gleich!